Es ist 21 Uhr. Ich hatte euch versprochen, gesagt, ab diesem Jahr gibt es immer 21 Uhr im Januar Geldfrau, und zwar auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Ich grüße euch alle. Die ihr schon mal zugeschaltet habt, hallo. Zuerst möchte ich euch aber ein schönes neues Jahr wünschen. Ich wünsche euch, dass eure Ziele in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr vielleicht die Liebe eures Lebens trefft, also dass ihr ein wirklich gutes Jahr habt. Das ist jetzt ein neues Jahrzehnt, 2020. Ich bin total, ehrlich gesagt, ich freue mich total auf dieses kommende Jahr und auch auf das nächste Jahrzehnt. Es wird super spannend werden. Vor uns liegen wirklich viele Umbrüche, und ich freue mich, dass wir alle das miterleben können. Es wird aufregend. Und ehrlich gesagt, ich bin gerade auch ein bisschen aufgeregt, weil ich mache das jetzt auch zum ersten Mal mit euch hier. Und ich denke, wir werden alle ein großes Jahr haben. Und ich hoffe, es wird positiv. Ich hoffe sehr, dieses Jahrzehnt wird positiv. Also, auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau im Januar. Ich wollte euch mit euch gern einige Gedanken teilen, einige Ideen, Erfahrungen zum Thema Geld. Ich möchte, dass ihr reinkommt ins Thema Finanzen. Ihr wisst ja, mein Slogan ist, Frauen können Finanzen, Männer natürlich auch. Aber ich weiß, dass vor uns so ein Dschungel liegt oder vor euch so ein Dschungel liegt. Und manche empfinden es auch als Berg. Ich schicke euch auch Herzchen zu. Hallo. In das Thema reinzukommen, Freude dabei zu entwickeln. Ja, es gibt sowas wie Freude beim Thema Geld, Spaß daran zu haben, das gut zu machen, ein gutes Gefühl dabei zu haben. Und es ist in der Tat so, wir brauchen, um uns gut mit Finanzen beschäftigen zu können, wir brauchen ein gewisses Maß an Finanzwissen, wir brauchen bestimmtes Wissen über Geldregeln und wir brauchen Erfahrung. Und das möchte ich im Januar mit euch einfach so einen Kick-off geben, dass ihr merkt, Finanzen machen Spaß, die bringen euch ganz viel im Leben, für euer Leben, nicht für das Leben von anderen. Doch auch, wenn ihr gut im Leben steht, stehen eure Kinder gut im Leben, eure Familie, eure Männer und auch Frauen. Das hat also eine ganz große Außenwirkung, auch wenn es euch gut geht mit euren Finanzen. Es ist hier nichts geskriptet. Ich habe mir Stichworte aufgeschrieben. Na, hier, so ein bisschen habe ich was dabei. 5 bis 10 Minuten werde ich euch was erzählen. Ihr könnt auch immer Fragen stellen, möglichst erst so gegen Ende. Ich scroll aber auch dann nochmal durch. Na, und ich möchte euch vor allen Dingen motivieren, damit ihr ja gut in eure Finanzen reinkommt. Also, das Thema des ersten Tages heute am 1. Januar ist ein Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt und was ich auch immer wieder mitkriege in meinen Coaching-Sessions oder wenn ich auf Partys gehe oder neue Menschen treffe und wir über Geld reden, spontan über Geld reden, dann merke ich immer wieder, dass wir uns wahnsinnig schwer mit Geld tun. Und ich frage, habe mich wirklich gefragt, habe wissenschaftliche Sachen auch gelesen, viel mit Anlageberatern gesprochen, also mit Leuten, die sich damit schon Jahrzehnte beschäftigen. Warum tun wir uns verdammt nochmal so schwer beim Thema Geld? Warum ist das so, warum nehmen wir das so negativ? Warum ist es häufig so negativ besetzt? Warum sind da so viele Vorurteile? Mir begegnen ganz häufig sehr viele Vorurteile in Gesprächen über Geld. Und ihr kennt das mit Sicherheit. Bei euch vielleicht auch. Also, das ist mehr so eine abwehrende Haltung ist, wenn jemand über Geld spricht. Dann kommen auch schnell solche Vorurteile wie Finanzen sind kompliziert oder an der Börse, das ist doch alles Zockerei und man muss reich sein und ich habe dafür keine Zeit. Und das kreiert bei uns, zumindest habe ich das Gefühl, wir sind zu blöd für Finanzen. Also Frauen haben das vor allen Dingen, sag ich mal so, aber auch Männer, dass wir uns dann zu dumm für Finanzen fühlen und dass wir da Fachleute dafür brauchen. Das ist aber gar nicht so. Und deswegen starte ich auch mit diesem Thema, weil ich das für extrem wichtig finde, wenn man das reflektiert hat, wenn man verstanden hat, warum wir uns alle mehr oder weniger schwer mit dem Thema Geld und Finanzen und Anlage tun, dann ist es einfacher, ins Thema reinzukommen. Das werdet ihr merken, wenn ihr angefangen habt, tatsächlich darüber nachzudenken und das zu reflektieren. Ich habe viel dazu gelesen, ich habe Studien gelesen, ich habe Bücher gelesen. Wie gesagt, ich habe mit Leuten gesprochen, die länger schon in der Anlageberatung dabei sind als ich jetzt. Und ich habe so fünf
fünf Einflüsse festgestellt, die ich mit euch teilen möchte. Vor allen Dingen ist es, dass wir nicht gelernt haben, ganz spezifisch gelernt haben, mit Geld umzugehen und Geld anzulegen. Dann fehlt uns die Erfahrung, es zu tun, weil wir das häufig wegschieben. Wir haben keine Übung und in unserer Gesellschaft ist auch nicht verbreitet, dass wir wissen, wie wir Geld lernen können, also den Geldumgang lernen können. In der Gesellschaft wird darüber nicht gesprochen. Wie machst du das? Wie mache ich das? Wie machen unsere Eltern das oder so? Darüber wird nicht gesprochen. Es ist nicht in der Gesellschaft ein Wissen darüber, dass wir den Umgang mit Geld lernen, warum wir ihn lernen. Warum geben wir Geld so aus, wie wir es ausgeben? Das saugen wir nicht mit der Muttermilch auf. Wir reden aber auch nicht darüber, ne? Das ist auch so ein Punkt. Und dann kommt noch dazu, dass wir tatsächlich zeitliche Engpässe haben. Und deswegen schieben wir dieses Thema auch aus unserem Leben heraus. Okay, das sind so die fünf Sachen. Die würde ich gern für euch aufdröseln. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Punkte, einzelne Punkte, die ein oder anderen von euch schon kennen. Schaltet aber nicht ab, weil es wird am Ende auch spannend, denn ich bringe noch ein paar andere Erkenntnisse mit rein. Vielleicht haben jetzt schon einige so, oh, das geht alles nur um Mindset. Erkläre ich gleich nochmal. Geht es nicht. Das ist nur ein Punkt unter vielen. Also, wie lernen wir eigentlich ich lese gerade von Wisdom Only. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Das Gesellschaft in den USA ist ganz anders. Ja, ja, ist richtig, genau. Das ist unter anderem so, weil, wie gehen wir denn mit Geld um? Woher wissen dir wir das, ne? Warum gehst du in den Laden und gibst das Geld dann so aus, wie du es machst? Warum hast du vielleicht das Vorurteil, dass Börse Zockerei ist? Wo kommt das her? Warum fragen wir uns das zum Beispiel auch nicht? Wo kommt das her, ne? Das meine ich mit diesem Nichtwissen in der Gesellschaft. Also, wie kommt das zustande? Warum wir Geld so ausgeben? Weil wir vielleicht ein komisches Verhältnis zum Geld haben. Es gibt so drei ganz große Einflüsse, warum das so ist. Das ist hauptsächlich lernen wir unser Geldwissen von unseren Eltern. Ist so. So wie unsere Eltern mit Geld umgehen, das färbt auf uns extrem ab. Im Positiven wie im Negativen, welches Einkommen sie haben, in welchen Kreisen sie sich bewegen, was vielleicht die Oma oder der Opa zu Geld denken, ne? In welcher Gesellschaftsklasse wir aufwachsen. Das prägt unser Verhalten zu Geld und unser Verhältnis zu Geld am entscheidendsten. Haben Wissenschaftler untersucht, gibt es umfangreiche Studien von mehreren Wissenschaftlern. Das ist der Hauptgrund, warum wir mit unserem Geld so umgehen, wie wir es tun. Dann kommt noch dazu die Gesellschaft, also die gesellschaftliche Umfeld, in dem wir aufwachsen. Wenn wir in der Inflation, in einer Hyperinflation zum Beispiel groß geworden sind, werden wir immer Angst haben, Geld zu verlieren. Wenn wir Wirtschaftswunderzeit, ne, unsere Eltern, die haben teilweise überhaupt nicht gelernt, tatsächlich noch das Geld zusammenzuhalten, weil der Job gut war, es immer weiter ging, man konnte super Schulden machen, es war, klar waren die Zinssätze andere als heute, aber der Job war sicher und man konnte einfach darauf aufbauen. Die Generation davor, die Kriegsgeneration, hat ein ganz anderes Verhältnis zum Geld. Und die heutige Generation, die Jugend, hat auch wiederum ein anderes Verhalten und andere Einflüsse in Bezug zu Geld. Also das gesellschaftliche Umfeld ist extrem entscheidend und natürlich die Rollenzuschreibung. Wir Frauen zum Beispiel durften bis Ende der 60er Jahre unser Vermögen nicht selber verwalten. Wir durften, glaube ich, dann schon ein Bankkonto haben, aber unsere Ehemänner durften unsere Arbeitsverträge einfach beenden. Das war gesetzlich noch so vorgesehen. Das ist noch nicht so lange her. Das ist wirklich erschreckend, wenn wir mal in die bundesdeutsche Geschichte zurückgehen. In der DDR-Geschichte war es ein bisschen anders. Aber die Gleichberechtigung der Frau in Vermögens- und finanziellen Fragen war den Männern in keiner Weise gleichgestellt, obwohl die Gesellschaft von der Verfassung her natürlich gleichgestellt war. Ne? Da gab es Gleichberechtigung, war aber nicht. Und deshalb hängt das uns Frauen sehr hinterher, dass uns eine gewisse Form der Übung fehlt, weil wir nicht finanziell und wirtschaftlich unabhängig waren. Der Mann, der Ehemann,
hatte das Sagen in finanziellen Punkten, er hat das Geld verdient und den Frauen ein Haushaltsgeld gegeben. Das zieht sich an Wissen leider immer noch durch unsere Gesellschaft. Was heißt leider? Das sind einfach die Fakten. So ist die gesellschaftliche Entwicklung gewesen. Wichtig ist es zu erkennen und zu verstehen, weil dann können wir uns beeinflussen. Wenn wir es nicht erkennen und nicht verstehen, dann können wir es auch nicht ändern. Aber das vor allen Dingen an euch Frauen und an die Männer aber auch. Die Männer sind dazu erzogen worden, Geld nach Hause zu bringen, zu arbeiten, quasi bis zum Umfallen, um die Familie zu ernähren. Ne? Also das ist ja auch ein Männerbild, was durch diese gesetzlichen, durch die Gesetze zugeschrieben wurde. Ne? Es geht nicht nur Frauen so. Okay, also diese drei Dinge sind entscheidend, warum wir mit Geld so umgehen, wie wir das tun. Vorbild Eltern, die gesellschaftlichen Verhältnisse und natürlich unsere Rollenzuschreibung, zu denen unter anderem auch gehört, dass uns Frauen eingeredet wurde, schon in der Schule, wir könnten kein Mathe zum Beispiel. Ne? Was natürlich nicht so ist. Frauen können super Mathe genauso wie Männer. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Einige werden jetzt sagen, ja, Dani, das ist doch hier diese Mindset-Geschichte, Haltung zum Geld. Ja, so könnte man das sagen. Ich vermeide dieses Wort. Ich sage eher, das ist die Haltung zum Geld, die wir entwickeln, wenn wir uns entwickeln, vom Kleinkind zum Jugendlichen bzw. Erwachsenen. Interessanterweise sind die Haltung, die wir in unserer Erziehung entwickeln, häufig nicht so positiv oder sie blockieren uns. Und das ist eine Aufgabe an euch herauszufinden, ob das so ist. Stärkt euch das, was ihr gelernt habt in eurem bisherigen Leben, oder schwächt euch das eher? Habt ihr ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Geld? Das ist etwas, was ihr durch Fragen aufknacken könnt und euch nähern könnt und mal in eure Familiengeschichte hineinguckt, wie ist es da mit Geld, wie seid ihr da mit Geld umgegangen oder wie sind die Eltern da mit Geld umgegangen. Ne? Das ist so ein Punkt. Meistens stärkt uns diese Erziehung beziehungsweise das, was wir ja gelernt haben, leider nicht. Das würde jetzt zu weit führen, das weiter auszuführen, aber es ist meistens so. Das Problem ist aber oder die Tatsache ist, dass wir täglich mit Geld umgehen und uns absichern wollen und dass auch von uns verlangt wird, dass wir uns absichern. Dass sich ein Unternehmenszweig entwickelt hat, den ihr alle kennt, der das erkannt hat, dass wir uns so schwer tun mit dem Thema Geld. Und mit der Geldanlage und überhaupt mit der Absicherung, und die das für sich nutzen. Das sind die Banken und das sind die Versicherungen und Vermögensverwalter. Die haben nämlich in die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, noch eine neue Dimension eingezogen. Sie haben nämlich Finanzen und Geldanlage kompliziert gemacht. Also, wenn uns unsere Erziehung schon so ein bisschen so einen Flock reingeschlagen hat, einen negativen Flock, kommt jetzt die Branche dazu, die Versicherungen und auch die Banken zu sagen, boah, Geldanlage ist so kompliziert. Also wenn du dich mit dem Thema Geld beschäftigst, dann komm bitte zu uns. Ihr kennt diese Sparkassen-Spots zum Beispiel. Wenn es um Geld geht, Sparkasse, ein ganz Klassiker. Ja, aber es geht eben auch anders. Und wir brauchen keine Bankberater, die ja Produktverkäufer sind. Wir brauchen auch keine Vermögensberater, die uns sagen, wie das geht. Wir können das selber. Aber es wurde eben uns eingeredet, alles sei kompliziert. Und in der Tat hat die Branche auch Komplexität reingebracht. Ihr kennt ja Produkte, ihr habt mit Sicherheit irgendeine Versicherung, die ihr einfach nicht versteht. Versteht ihr Riester? Leute, also wenn ihr einen Riester habt, versteht ihr den wirklich so richtig? Würde ich mal bezweifeln. Oder Rürup. Oder eine fondsgebundene Rentenversicherung. Oder fondsgebundene Lebensversicherung. Versteht ihr das wirklich bis zum Letzten? Das würde ich jetzt mal wirklich bezweifeln. Das hat dazu beigetragen, dass wir auch keinen Bock auf Geld haben, weil uns das zu kompliziert erscheint, weil es uns die ganze Zeit auch eingeredet wird. Und das funktioniert auch so gut, weil es nämlich unser Gehirn gibt und dieses Gehirn auf Angst getrimmt ist. Unser Gehirn, vielleicht habt ihr euch schon damit beschäftigt, unser Gehirn oder unser Menschsein, wir sind ja darauf getrimmt, Ries habe ich nicht abgeschlossen, weil der 60 Jahre laufen würde. Ja, what for, ne? Warum sollte der 60 Jahre laufen? Völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. Zum Beispiel.
Also, unser Gehirn, ich war beim Gehirn. Unser Gehirn ist ja auf Überleben getrimmt, auf Effizienz, auf Energiesparen. Unser Gehirn ist faul. Unser Gehirn lernt Muster, um möglichst wenig Energie aufzubringen, um Neues zu lernen. So. Und Unbekanntes wird möglichst aussortiert oder Neues. Wir wollen auch keine Fehler machen. Bei der Geldanlage wird uns ja auch gern eingeredet, macht keine Fehler und so weiter. Denn Fehler machen bedeutet Schmerz empfinden. Also, die Banken spielen dann schön mit den Begebenheiten unseres Gehirns und wir lassen uns dann natürlich auch einfangen. Und dann kommt noch was anderes dazu. Ich bin jetzt schon bei über 10 Minuten. Dann kommt noch was anderes dazu. Eine neuzeitliche geschichtliche Entwicklung, dass wir tatsächlich zeitlich überfordert sind. Ich habe gerade was gelesen in einem Zeitungsartikel, dass in der Nachkriegszeit die Männer 48 Stunden in der Woche gearbeitet haben. Heute arbeitet der Mann im Schnitt, der Ehemann 42 Stunden und eine Ehefrau im Schnitt 30 Stunden. Macht zusammen 72 Stunden, die wir dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das fehlt natürlich dann zu Hause, es fehlt für unsere Kinder, das fehlt für Hausarbeit. Es gibt neue partnerschaftliche Modelle, wo wir Vollzeit arbeiten möchten, wir Frauen, wo wir unsere Finanzen teilen wollen. Das alles setzt uns unser Druck unter Druck, nimmt uns Zeit und dann sagen wir und schieben die Finanzen eben auch weg. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Warum tun wir uns so schwer mit unseren Finanzen? Weil wir einfach Verhaltensmuster uns angelernt haben, durch unsere Kindheit, durch unsere Erziehung und unser Leben hinweg, weil unser Gehirn einfach Muster liebt und faul ist, Neues zu lernen, weil es eine Branche gibt, die uns eingerichtet hat, Finanzen sind total kompliziert, und weil wir auch eine gewisse zeitliche Überforderung haben, ne? So. Wie kommen wir da jetzt raus? Darum geht es ja hauptsächlich. Wie kommen wir da raus? Also wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr reflektiert, dass es sich hier um gesellschaftliches, systemisches Problem handelt und ihr nicht persönlich zu blöd seid oder so, sondern dass das einfach eine geschichtliche Entwicklung hat und ihr das durchbrechen könnt, wenn ihr es verstanden habt. Was natürlich super wäre, wenn wir eine Finanzbildung hätten in der Schule, das wäre der Hauptpunkt, neutrale Finanzbildung für mündige Verbraucher, Bürgerinnen, ne? Durch persönliche Reflexion könnt ihr aus diesem Ganzen ausbrechen und wie man meistens auch noch rausbricht, aus diesem Denken, warum wir uns so schwer tun mit Finanzen, in persönlichen Notlagen, ne? Wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann rütteln wir uns wach und sagen, okay, jetzt müssen wir was ändern. Und dann nehmen wir uns auch die Zeit. Ne? Wie persönlich könnt ihr euch euren Finanzen nähern, indem ihr lest, indem ihr versteht, woher das kommt, warum es so vielleicht blöd ist oder warum ihr vielleicht glaubt, die Finanzen sind so kompliziert, dass ihr das hinterfragt und Bücher lest. Blogs lest. Es gibt ganz viele Finanzblogs. Guckt auf Finanzblog Roll oder Finanzblog News. Da stehen alle wichtigen oder unwichtige Finanzblogs drauf, indem ihr Kurse besucht, zur Volkshochschule geht, in meine Kurse, in andere Kurse, indem ihr euch breit interessiert. Und wenn ihr sagt, boah, dann ist es immer noch so ein Riesenberg, dann fangt irgendwo an. Nehmt euch einen Punkt. Eure Riester-Rente oder euren Dispo vor. Nehmt euch einen Punkt und arbeitet an dem einen das ab, was ihr machen wollt, nämlich Dispo weg. Ich habe gerade bei Xing einen Artikel geschrieben, weg mit den Vorsätzen, macht es besser. Und das Fazit ist, Fragen zu stellen zu den Themen, die ihr habt. Wenn euch finanziell etwas umtreibt, stellt Fragen dazu. Zum Beispiel, wenn ihr ein Dispo habt. Ich will aus dem Dispo raus. Dann fragt euch, warum bin ich im Dispo? Warum fällt mir das so schwer? Wo kommt das her? Damit ihr das analysieren könnt. Und dann gebt euch ein Ziel. Wann bin ich raus aus dem Dispo? Ein richtiges Ziel geben und dann schafft ihr das auch. Macht nicht alles auf einmal, sondern fangt mit einem an. Okay? Jetzt bin ich bei 20 Minuten gelandet. Okay, ich werde an meinem Konzept noch ein wenig arbeiten. 5 bis 10 Minuten. Ich muss ein wenig eindampfen. Also, warum tun wir uns so schwer mit dem Thema Finanzen? Ist zu durchschauen. Reflektiert es und dann geht voran. Okay, morgen gibt es Geldregeln, die ich mit euch teilen möchte.
Nämlich, wie mache ich das meist aus meinem Geld? Da geht es um, wie spare ich richtig? Wo kann ich mit einigen Hacks wirklich Geld sparen? Wie mache ich das Sparen zu meiner Freundin und nicht zu meiner Feindin, die mir dann immer sagt, oh, ich muss verzichten oder so. Nein, wie mache ich sie zu meiner Freundin? Und wie bin ich trotzdem gut gelaunt? Wie komme ich gut gelaunt durch den Tag und durch mein Leben? Okay. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie rein. Ansonsten würde ich sagen, ciao, ciao, bis morgen. Ich freue mich und morgen versprochen, mache ich es nur 10 Minuten. Okay.